Ho, ho, ho und willkommen bei dem eisernen WoW Adventskalender mit Barclay und den Bringern. Ja, leider können nicht immer alle Bringer dabei sein, aber wir sind jetzt auch am Anfang und deswegen sind auch alle dabei. Sehr schön. Yeah. Die Leute haben gerade drum gewürfelt, wer gegen mich spielen darf oder soll oder muss. Und der Vox hat die höchste Zahl gehabt. Vox! Genau, es war keine Schiebung, das war wirklich so. Ja, heute ist der Montag, der 1. Dezember. Und der Weihnachtsmann hat uns eine eiserne Nachricht geschrieben. Vox, lies sie doch mal vor. Ich finde die jetzt gerade zwischen den ganzen Papieren nicht. Achso, sie ist doch eisern. Ja, die ist ganz schön aus Blech, ne? Ja. Was steht da jetzt nochmal drin? Also, ich lese mal vor. Der hat dir vielleicht eine komische Version davon geschickt. Ihr sollt würfeln und ein Glühwein-Trinkspiel machen, um euch besser einzustimmen auf den Adventskalender. Ja, super. So, und wir würfeln jetzt hier drum. Hast du Glühwein bei dir? Schatz, kannst du mir bitte mal einen Glühwein machen? Danke. Gleich. Gleich? Okay, dann würfeln wir jetzt schon mal drum. Wer den ersten Glühwein trinken muss. Okay. Insgesamt würfeln wir dreimal. Der, wo dreimal höher gewürfelt hat, muss. Hat gewonnen. Der hat gewonnen und der darf auch dreimal Glühwein trinken. Also der hat doppelt gewonnen. Okay. Okay. Wir würfeln. 3, 2, 1 und go. Nein! Ja. Scheiße! Cool. Vox, du darfst aber einen Glühwein trinken. Aber du hast jetzt wirklich Glühwein bei dir, oder? Ja, klar, du nicht? Ja, sehr gut. Danke, Schatz. Ja, sehr schön. Und wir würfeln jetzt ein zweites Mal. 3, 2, 1 und go! Max! Nein! 2-1 für den Vox. So. Vox, mein Gott. Das ist aber nur ein Glücksspiel, deswegen ist es auch das erste Türchen. Übrigens, die Punkteverteilung wird so stattfinden. Beim ersten Türchen bekommt derjenige einen Punkt, der Gewinner. Beim zweiten zwei, beim jetzt, dritten wo er drei. Ja. So, also, Vox, hast du getrunken? Die Regeln können sich innerhalb des Kalenders verändern. Ja, das kann passieren. So, dann dürfen wir jetzt ein drittes Mal. Jetzt brauche ich Trommelwirbel. 3. Jubel. 2. 1 und go! Ja! Wow. Ich darf trinken! Okay, ich trinke jetzt hier Glühwein. Buckley hat die Würfel manipuliert. Ja. Lecker, schön warm und glühweinig. So! Es steht 2 zu 1. Es steht 2 zu 1. Und wir würfeln jetzt noch einmal. Box, bist du bereit? Ja, ich bin bereit und ich werde gewinnen. 3, ja, Quatsch, das Vox ist Ego-Glück. 3, 2, 1 und go! Yeah! Oh. Und damit steht 2 zu 2. So, den Glühwein aus so einer schönen warmen Tasse hier trinken. Och, lecker. Vom Weihnachtsmarkt 1996. 25. Mannheimer Weihnachtsmarkt 1996. So, liebe Leute, und jetzt steht es 2 zu 2. Vox, bist du bereit? Ja, die heulen jetzt alle. Wir haben die Startrufe vergessen. Die Startrufe, go, go. Die heulen alle, oh, die Bringer, ja. 2 zu 2 steht's. Okay, jetzt hab ich ausgeblendet. So, 3. Und jetzt mach ich dich fertig. 1, warte, go. Würfeln. Und go. 81, ja! Buckley hat gewonnen! Ey, das gibt es nicht. Na, gut, 1-0 gegen die Bringer! Yo, Leute! Der und jetzt Glühwein ist der Buckley so lecker. Schon so besoffen und verliert jedes andere Spiel. Genau. Na, ja! Quatsch. Ja, wir nehmen heute am 12. September alle Spiele auf. Dritter März. Liebe Leute, ich habe das erste Kästchen gewonnen. Damit steht es 1-0 für den Buckley! Das tut mir aber leid für die Bringer. Dann würde ich sagen, macht's gut, tschüss und bis zum 2. Dezember, morgen am 2. Dienstag. Ja. Dezember. Am 2. Dezember, das ist ein Dienstag. Bis morgen. Bye, bye. Ciao. 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 Tschüssi.